Magnetfeldschutz sinnvoll und ist einfach ein Ring aus Eisen. Der kommt um das Uhrwerk. Willkommen zu einer neuen Folge Simons 10 Minuten. Ihr wisst, ihr könnt mir in diesem Format Fragen stellen unter dem Video oder auch gerne auf meine Fragesticker auf Instagram und ich gehe dann hier in dem Video auf die Fragen gerne ein. Legen wir heute wieder los, direkt mit der ersten Frage und zwar vom Chefkoch Toni. Was hältst du von kleineren Marken wie Squale oder Christopher Ward? Man hört, dass sie besser verarbeitet sein sollen als größere Hersteller ihrer Preisklasse. Vielleicht hattest du schon eine in der Hand. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Also kurz vorab, eine Squale hatte ich noch nicht in der Hand, eine Christopher Ward schon. Ich finde generell irgendwelche kleinen Marken nicht schlecht. Gerade auch im letzten Video bin ich bei Christopher Ward darauf eingegangen. Finde ich, sind oft sehr transparent. Das fehlt mir manchmal bei den großen Marken. Gerade wenn es auch um Kaliber geht, da kommen wir nachher auch noch dazu, wenn dann da so Verschleierungsnamen benutzt werden für Standardkaliber zum Beispiel. Und diese kleineren Marken, die sind da wirklich sehr transparent. Das gefällt mir wirklich gut. Und ich muss auch sagen, die haben vielleicht nicht immer ganz die finanziellen Mittel wie jetzt die großen Marken und machen aber dafür wirklich gute Arbeit. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt, wenn dann da irgendwelche Standardkaliber drin sind. Weil wenn man zum Beispiel bei Squale auf die Webseite geht und dann sieht, dass es auch jetzt schon eine Marke ist, die auch schon seit 50 Jahren oder mehr besteht, sich speziell auf Taucheruhren spezialisiert hat und eben Taucheruhren hat mit Standardkalibern, zum Beispiel von Sellita, verbaut, da finde ich das überhaupt nicht schlecht. Sind auch bestimmt sehr gut von der Qualität. Hinzu kommt, es ist auch noch eine Schweizer Marke, was doch auch immer für eine gewisse Qualität spricht bei solchen Uhren. Und Christopher Ward ist bei vielen bekannt, die sind auch sehr transparent, nicht nur was sie machen, sondern sie sind auch sehr transparent, indem dass sie auch zeigen, dass sie wirklich mit dem Endkunden engen Kontakt stehen und auch gerne da Anregungen annehmen und die dann versuchen auch umzusetzen. Und das finde ich wirklich klasse, wenn eine Marke wirklich sehr nah an ihrer Community, sage ich jetzt mal, dran ist und dann wirklich die dort auch abholen möchte und sagt, hey, wir wollen die Uhr nicht in erster Linie für uns machen, weil wir Umsatz machen wollen, sondern wir wollen euch das möglichst Beste liefern. Und wenn ihr dann wollt, dass die Uhr einen Glasboden hat, dann machen wir das auch gerne für euch. So viel zu dieser Frage. Also ich finde kleinere Marken auf gar keinen Fall schlecht. Und wenn man sich unsicher ist, dann vielleicht einfach im Internet Rezensionen lesen oder es gibt tolle Kanäle, die immer wieder Uhren vorstellen. Gerade Mario Lenke mit seinem Kanal schätze ich sehr, was er für tolle Vorstellungsvideo macht, auch von kleineren Marken. Sonst da einfach mal vorbeischauen oder ansonsten müsst ihr die Uhr wirklich mal in den Arm legen. So, weiter geht's mit der nächsten Frage und zwar von Thomas Düsseldorf. Hallo Simon, ich musste damals meine Omega Speedmaster Automatik nach dem Neukauf nach 8 Jahren zur Revision geben. Dies habe ich in Pforzheim direkt machen lassen. Danach musste sie nach 3 und danach erneut nach 3 Jahren zur Revision, jeweils in Pforzheim bei Omega Swatch. Schließlich habe ich sie verkauft, da ich nicht alle 3 Jahre über 500 Euro dafür ausgeben wollte. Ist es tatsächlich normal, dass sie ab der 2. Revision alle 3 Jahre überholt werden muss, sind die Uhren nach der 1. Revision nicht mehr so langlebig wie bei der Neuauslieferung. Ja, ist eine spannende Frage und zwar gerade bei Omega auch, weil Omega sind ja doch auch Uhren, die eben nicht ganz so günstig sind. Omega macht eben auch sehr gute Uhren, das muss man hinzusagen. Ich habe ja auch mal für Omega gearbeitet. Tatsächlich ist aber nicht so, dass man pauschal sagen kann, dass wenn die Uhr einmal in der Revision war, dass sie dann alle 3 Jahre wieder in die Revision muss. Es hängt eben stark davon ab, was in der Revision gemacht wird und wurde auch. Denn wenn eine Revision gut gemacht wurde und bei Omega ist es zum Teil so, dass auch wirklich sehr, sehr viele Teile in so einer Revision ausgetauscht werden, weil dort eben sobald irgendein Teil eine kleine Abnutzung auch hat, das Teil aussortiert wird und durch ein neues ersetzt wird. Man kann schon fast sagen, ihr habt nach einer Revision bei Omega fast ein neues Uhrwerk auch wieder drin, weil es ist wirklich dann in so einem guten Zustand wieder. Gibt es bestimmt auch Ausnahmen, aber im Normalfall dürft ihr wirklich bei einer Marke wie Omega davon ausgehen. Dementsprechend zahlt ihr auch da jetzt hier vielleicht die 500 Euro. Weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das habe ich jetzt nicht überprüft. Aber es ist so, ihr könnt nicht pauschal sagen, dass die Uhr alle 3 Jahre zur Revision muss. Das ist wirklich dann vielleicht bei der Uhr, dass da irgendwelche anderen Einflüsse noch auf die Uhr gewirkt haben, aber es ist nicht dann aufgrund dessen, weil die Uhr jetzt vor 3 Jahren im Service war, dass sie dann automatisch in 3 Jahren wieder in den Service muss, weil die Uhr wirklich gerade bei Omega in einem sehr guten Zustand aus dem Service kommt. Es kann aber sein, wenn ihr bei einem anderen Service die Uhr zum Beispiel abgebt und dort eben nicht alle Teile, so wie bei Omega akribisch getauscht werden, sondern eben nur die Teile gereinigt und ersetzt werden und dann läuft die Uhr vielleicht ein bisschen schlechter, dass dann das nächste Serviceintervall vielleicht ein bisschen früher auftritt als davor. Das müsst ihr einfach bedenken, weil dann eben da keine neuen Teile verbaut werden, sondern die leicht abgenutzten Teile wieder verbaut werden. Ist per se auch nicht schlimm, weil ich sag mal so, wir wollen hier auch ein sehr nachhaltiges Produkt und wir brauchen nicht, wenn irgendwie ein kleiner Kratzer irgendwo auf einer Welle drauf ist, dann diese Welle gleich ersetzen,
weil die Uhr läuft dann vielleicht ein kleines bisschen schlecht, aber durchaus noch lange nicht so schlecht, dass ihr sie nicht mehr tragen könnt, weil dann sprechen wir vielleicht von einer Sekunde oder zwei Sekunden am Tag, die sie dann ein bisschen schlechter läuft. Vielleicht, klar, gibt es auch da Leute, die stört es extrem. Mich persönlich nicht, weil ich sage immer noch, das ist eine mechanische Uhr. Aber gerade wenn wir was Nachhaltiges wollen, dann sollten wir wie bei unserem Auto nicht meinen, wir müssen immer alles wieder komplett ersetzen, wenn irgendwie nur ein kleiner Kratzer drin ist, sondern lieber vielleicht versuchen, das instand zu halten. Und ich sehe es deswegen viel wichtiger, dass ihr mit eurer Uhr nicht irgendwie 10 Jahre wartet, bis wirklich die Uhr stehen geblieben ist und nicht mehr läuft und sie dann in den Service bringt, sondern dann lieber häufiger in den Service, weil da möchte ich auch nachher noch drauf eingehen, da kommt noch eine spannende Frage, warum es meiner Meinung nach auch Sinn macht, den Service regelmäßig zu machen und nicht zu lange zu warten. Aber so viel zu dieser Frage, dass eine Uhr pauschal bei Neuauslieferung langlebiger ist. Das hängt wirklich davon ab, wie der Service auch gemacht wurde. Und klar, mit der Zeit braucht die Uhr dann häufiger den Service, aber alle 3 Jahre, das ist durchaus kein Standard. Nächste Frage von Husk Hair. Mich würde je nach Komplikation der zeitliche Aufwand einer normalen Revision interessieren. Hier der reine Aufwand am Uhrwerk ohne potenzielle Schäden oder Aufarbeitung am Gehäuse. Also nur das Uhrwerk. Ich habe für euch hier mal ein Standard-Uhrwerk. Das ist ein 2824. Das verbauen sehr viele Marken. Das Pendant dazu ist das Celita SW200, wird auch in sehr vielen Uhren verbaut. Und das ist so ein, sage ich mal, ein einfaches Kaliber. Und wenn man hier jetzt eine normale Revision und eine normale Revision, darunter verstehe ich einfach, dass das Uhrwerk jetzt nicht komplett verrostet ist, dass das Uhrwerk eben nicht 20 Jahre in der Uhr lief, sondern dass das Uhrwerk, sage ich mal, im Zustand jetzt mal 3 Jahre alt ist. Dann geht es bei so einem einfachen Uhrwerk auch jetzt, das ist wirklich ein einfaches Uhrwerk für einen Uhrmacher, geht es bei so einem Uhrwerk auch recht schnell. Und dass ihr das euch zum Beispiel vorstellen könnt, ein geübter Uhrmacher, der dieses Uhrwerk schon öfters gemacht hat, der schafft es durchaus, dieses Uhrwerk in 10 Minuten zu zerlegen. 10 Minuten, also wirklich länger braucht dafür kein Uhrmacher. Aber dann ist es nur zerlegt, dann ist es noch nicht gereinigt. Wo es sich jetzt eben ganz stark unterscheidet, ist zum Beispiel, wenn so ein Uhrwerk dann 5 oder 10 oder 15 Jahre alt ist. Weil dann muss das Uhrwerk eben nicht bloß zerlegt werden, also auseinandergebaut werden, die Schrauben raus, die Teile auseinandergenommen werden, was im Prinzip recht schnell geht, sondern dann müssen die einzelnen Teile auch noch gereinigt werden. Und das schaffen dann oft nicht die Reinigungsmaschinen alleine, wo man die Teile dann eben in einem Reinigungskörbchen in die Maschine hineinstellt, selbst wenn die Maschine dann Ultraschall hat, sondern da muss dann wirklich noch Hand angelegt werden und da nimmt man dann oft ein Putzholz, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Zahnstocher zum Beispiel, einfach ein Hölzchen angespitzt. Und damit kann man dann dieses verharzte Öl eben oder einfach, was sich in den Lagern festgefressen hat, entfernen. Schonend eben, um eben auch da keine Kratzer zu hinterlassen, weil das Holz macht eben da auf diesen Rubinlagerscheinen zum Beispiel oder auch auf den Platinen, hinterlässt es keine Kratzer. Und dann ist nämlich der Aufwand viel höher. Und jetzt kommt aber noch hinzu, das war jetzt ja nur die Demontage. Als nächstes folgt ja die Reinigung. Das muss man eben in so einem ganzen Prozess auch mit einbeziehen. Die kann durchaus, sage ich mal, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde dauern, die Reinigung, je nachdem, welche eben auch ein bisschen von Marke zu Marke unterschiedlich, was die da für Gerätschaften haben oder wie gut die Reinigungsmaschinen sind oder die Reinigungsflüssigkeiten. Als nächstes muss dann alles wieder zusammengebaut werden und das dauert dann länger als 10 Minuten hier bei dem Uhrwerk. Das dauert jetzt bei diesem Uhrwerk auch nicht ewig lang, aber ich sag mal so, bei der Montage wird ja nicht bloß alles zusammengebaut, sondern gleichzeitig auch schon wieder geschmiert. Also es werden neue Öle und Fette dran gemacht und das muss halt auch einfach sauber passieren. Denn wenn ihr da an irgendeiner Stelle nur das falsche Öl setzt oder statt Öl Fett zum Beispiel platziert, dann läuft die Uhr am Ende nicht. Könnt ihr wieder alles auseinanderbauen, könnt ihr wieder reinigen, könnt ihr wieder von vorne anfangen. Also deutlich mehr Aufwand. Bei so einem einfachen Standardkaliber kann man das durchaus zwischen einer halben Stunde und einer Stunde schaffen, wenn nicht irgendwelche Komplikationen auftreten, dass irgendwelche anderen Sachen noch defekt sind. Wenn das Uhrwerk aber davor gut lief, dann sollte da auch in dem Zuge dann nichts defekt gegangen sein bei der Demontage, weil man ja bei der Demontage auch vorsichtig vorgeht und nicht die Uhr zerstört. Ist das dann abgeschlossen, dann muss das Uhrwerk einlaufen. Also dann muss sich erst das Öl nochmal richtig überall an allen Teilen verteilen, dass es auch richtig sitzt und so und richtig der Schmierfilm sich eben bildet, so wie er auch sein soll. Und wenn das passiert ist, das ist auch unterschiedlich. Manche lassen da das Uhrwerk ein paar Stunden einlaufen, manche lassen Uhrwerke für Wochen einlaufen. Dann findet die Regulierung statt. Und bei der Regulierung gibt es eben auch wieder deutliche Unterschiede, was den Zeitaufwand anbelangt. Da gibt es eben manche Uhren, die mögen nicht so gerne einreguliert werden.
Und die können den Uhrmacher schon manchmal ganz schön fordern, weil sie eben nicht so wollen, wie der Uhrmacher vielleicht will. Und dann muss man eben herausfinden, woran liegt das und ist die Uhr vielleicht noch magnetisch aufgeladen oder wie auch immer. Aber wenn alles eben gut läuft, im Idealfall, sage ich mal, dann kann so eine Regulierung auch in 5 Minuten vonstatten gehen. Wenn nicht, kann so eine Regulierung auch durchaus mal eine halbe Stunde oder Stunde dauern. Das ist eben immer ganz unterschiedlich. Ihr seht schon also, eine normale Revision ist nicht immer gleich. Deswegen haben da die großen Marken natürlich schon so, sage ich mal, einen Durchschnitt gebildet. Wie lange brauchen sie für so eine Reparatur von so einem 2824 zum Beispiel, wie dem jetzt hier, dem SW200 von Sellita. Deswegen, ich würde jetzt im Großen und Ganzen sagen, für so eine Reparatur von so einem Uhrwerk werden im Schnitt vermutlich zwischen 3 und 5 Stunden eingeplant. Und daraus entstehen danach auch die Kosten für diese Reparatur. Da sind natürlich noch nicht die Ersatzteile mit drin und da sind natürlich auch noch keine Spezialfälle mit eingeplant. Das ist einfach so, würde ich jetzt mal sagen, so der Schnitt bei diesen Uhrwerken. So, ich hoffe, damit ist diese Frage ausgiebig beantwortet. Nächste Frage von Simi Simonsk. Danke für dein Video, sehr bereichernd. Freut mich, danke. Was hältst du von der Marke Mido? Hab eine Mido Belluna günstig ersteigert. Marke Mido finde ich eine tolle Marke, gerade das 2824, was ihr habt, ist auch von der Marke Mido. Die verbauen eben auch Swatch Group Uhrwerke, also dementsprechend alles gut, sind ETA Uhrwerke drin, von denen ich sehr viel halte, finde ich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ich immer auch toll finde bei Mido im Vergleich zum Beispiel bei Tissot, dass Mido gar nicht so arg viel teurer ist als Tissot zum Beispiel, aber doch die Qualität bei Mido doch ein bisschen besser ist. Oft sind es Chronometer-zertifizierte Uhrwerke, sprich die sind nochmal ein bisschen genauer. Oder auch was die Qualität an sich der Gehäuse angeht, ist manchmal doch auch noch ein bisschen besser. Oder die Veredelung auch zum Beispiel bei den Uhrwerken. Was mich nicht so bei Mido abholt, ist manchmal das Design. Aber das ist halt einfach Geschmackssache. Deswegen Mido an sich eine tolle Marke. Finde ich auch ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit der Belluna Powermatic 80 drin, also das ist im Prinzip ja das 2824 mit einer höheren Gangreserve, kann ich nichts dagegen sagen. Nächste Frage von Feuchert Knives. Magnetfeldschutz sinnvoll oder überbewertet? In der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, dass manche Marken diesen Magnetfeldschutz ein bisschen vernachlässigt haben vielleicht. Ich sage ganz ehrlich, früher wurde ein Magnetfeldschutz in der Uhr durch solchen Weicheisenring gewährleistet. Dieser Weicheisenring, das ist einfach ein Ring aus Eisen, der kommt um das Uhrwerk drumherum und so kommt es in das Gehäuse der Uhr dann hinein. Was macht jetzt dieser Magnetfeldschutz? Da habe ich einen tollen Beitrag gefunden, den ich euch gerne mal zeige. Was bedeutet magnetische Abschirmung? Die Feldlinien von Magnetfeldern durchdringen nicht magnethaftende Stoffe fast ohne Verluste. Zu solchen Stoffen zählen unter anderem Luft, Aluminium und Holz. Der Effekt einer magnetischen Abschirmung kann nur durch Stoffe mit einer hohen magnetischen Leitfähigkeit erfolgen. Diese bezeichnet man auch als Permeabilität. Komisches Wort. Aber so ist es. Und dementsprechend dürft ihr es vorstellen, das ist ein Eisenring und der schirmt praktisch das Uhrwerk vor Magnetfeldern ab. Und heutzutage sind unsere Uhren vielleicht sogar noch mehr Magnetfeldern ausgesetzt durch Handys und was halt alles so an magnetischer Strahlung auf uns oder auch unsere Uhren eben wirkt. Deswegen Magnetfeldschutz auf jeden Fall wichtig. Die Marken haben in der Vergangenheit jetzt immer mehr auch darauf Wert gelegt, dass das Uhrwerk an sich auch antimagnetisch wird, dass zum Beispiel eine Spirale aus Silizium gefertigt wird oder an sich einfach Teile aus Keramik oder Silizium in der Uhr an diesen ganz sensiblen Teilen, wie zum Beispiel der Unro, eingesetzt werden, dass diese eben nicht so magnetanfällig sind. Aber es ist definitiv ein Thema, was nicht zu vernachlässigen ist. Und dementsprechend finde ich auch, wenn Uhren eben so einen Weicheisenkäfig haben oder so eine Art faradäischen Käfig eben um das Uhrwerk herum, der die Uhr dann vor Magnetfeldern schützt. Oder wenn die Uhr sogar noch auf dem Uhrwerk hinten dann so einen Staubdeckel heißt der auch hier oder eben halt, der schützt die Uhr auch ein bisschen eben vor Magnetfeldern. Geht natürlich dann auch bloß bei Uhren, die keinen Glasboden haben, weil sonst würde man natürlich das Uhrwerk nicht sehen, wenn dann da dieser Deckel noch drauf wäre. Aber der ist dann praktisch unter dem normalen Deckel von eurer Uhr noch zusätzlich. Weiter mit einer Frage von Uhrzeiger Premium. Eine Tag Heuer kostet in der Revision laut der Homepage 345 Euro aktuell und eine Breitling 530 als Beispiel. Ich gehe davon aus, dass das ein Fixpreis ist für Uhrwerk revidieren, egal welche Teile ersetzt werden. Dann ist es ja theoretisch egal, in welchem Zustand man das Werk zur Revision gibt. Ich beziehe mich wirklich nur aufs Werk ohne optische Elemente, von außen, wie zum Beispiel Krone, ausgenommen Wasserschaden. Ich bin jetzt mal auf die Webseite von
Tag heuer gegangen. Und die haben hier tatsächlich so eine Preisliste, wo man dann eben sehen kann, was zum Beispiel der Service hier bei Gruppe 3 von einer mechanischen Uhr, eben so einer wie jetzt hier von diesem 2824, was ich hier schon die ganze Zeit habe, kosten würde. Und wenn man da so eine Komplettrevision möchte, dann liegt das hier bei 360 Euro. Es sind sogar mittlerweile noch 15 Euro mehr. In diesen 360 Euro sehen wir hier unten, sind Zeiger, Drücker, Tubus, Krone und Werkersatzteile sogar noch inkludiert. Also das wird alles auch noch mit ersetzt, wenn da irgendein Defekt sein sollte. Dementsprechend ist es für den Preis eigentlich wirklich gut, finde ich. Jetzt bin ich einfach mal auf die Seite von Breitling gegangen. Nur ist es eben hier so, dass da ein Automatikwerk, und Breitling hat ja auch Automatikuhren, eben mit dem gleichen Kaliber, 530 Euro kostet, genauso wie auch hier Uhrzeiger Premium schreibt. Hier steht auch drin, Austausch von Normteilen. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit Normteilen gemeint ist des Uhrwerks, aber ich gehe jetzt einfach mal auch davon aus, dass da alle Teile des Uhrwerks ersetzt werden. Aber halt eben zu einem deutlich höheren Preis, nämlich hier für 170 Euro mehr. Und das ist ja im Prinzip das gleiche Uhrwerk. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, warum hier der Breitling-Service teurer ist. Ich vermute daher, dass hier eben Breitling eine etwas stärkere Marke vielleicht auch ist und deswegen die Marke da auch eben noch ein bisschen draufschlägt. Das ist ja eher wie ähnlich, wenn ich einen Mercedes fahre und wenn ich dann irgendwie einen Ford fahre. Die machen im Service im Prinzip auch das Gleiche da. Also die tun auch einen Ölwechsel machen, aber bei Mercedes kostet er halt doch mehr als bei einem Ford dann zum Beispiel. Und so ist es hier auch bei Tag Heuer und Breitling. Also hier kann man natürlich trotzdem sagen, ja okay, es ist beides mal hier ein ETA verbaut, weil wenn ich hier zum Beispiel eine Tag Heuer Accuracer, die liegt hier bei einem Preis von 3.450 Euro und Uhrwerk ist hier das Kaliber 5 verbaut. Auch eine tolle Seite hier zum Beispiel Kaliber Corner, da kann man einfach jedes Uhrwerk eingeben und dann sieht man direkt, was das für ein Uhrwerk ist, weil gerade ja auch die Marken gerne ihre Werke, die sie dahinter verstecken, verschleiern. Verstehe ich bis heute nicht, warum man meint, man muss es so verschleiern. Auf jeden Fall bei Tag Heuer ist es ja Kaliber 5 und das Kaliber 5 ist eben das 2824, was ich hier habe auf dem Tisch, oder das SW200 von Sellita. Das lässt sich eben Tag Heuer offen. Und das ist eben jetzt hier in dieser Accuracer verbaut, wofür dann eben Tag Heuer hier 360 Euro für den kompletten Service veranschlagt. Das gleiche habe ich auch bei Breitling gemacht. Ich bin bei Breitling mal auf die Seite gegangen, habe eine ähnliche Uhr rausgesucht. Breitling Automatic Avenger. Die liegt bei 4.700 Euro, also kostet gut nochmal ein bisschen, ja, gut 1.500 Euro, fast mehr. Und wenn man dann hier unten schaut, dann sieht man eben auch, da ist das Breitling Kaliber 17 verbaut. Jetzt denkt man, ja, Breitling Kaliber ist ein eigenes Kaliber von Breitling, ist aber nicht so. Es ist auch ein ETA-Uhrwerk, denn wenn ich wieder hier auf Kaliber Corner gehe, da kann man das sehr gut sehen. Sehe ich, es ist ein 2824 hier drin. Mit eben einem Breitling-Rotor dann zum Beispiel drauf oder eben halt von Breitling nochmal speziell irgendwie nachreguliert. Also ihr seht schon, die Breitling ist ein bisschen teurer in der Anschaffung als die Tag Heuer. Dementsprechend darf da vielleicht auch der Service dann, so die Meinung der Marken, ein bisschen teurer sein. Ich weiß natürlich auch nicht, welche Tests sie alles machen jetzt im Service, aber prinzipiell sollte das Gleiche oder Ähnliches gemacht werden. Die Uhr wird gereinigt, wird wieder eingestellt und danach habt ihr eine super laufende Uhr. Es kommt natürlich immer noch hinzu, wir betrachten jetzt hier nur das Uhrwerk. Und eine Breitling kann natürlich auch vom Gehäuse zum Beispiel aufwendiger sein. Und dass dann da irgendwie Breitling noch in der Endkontrolle irgendwelche Sachen macht, das kann alles natürlich in den Servicepreis mit einfließen. Deswegen darf man das nicht immer pauschal sagen. Weil wenn ich jetzt einfach bloß das Uhrwerk nebeneinander lege, dann wäre das nochmal ein ganz anderer Vergleich. Deswegen auch zu der Frage, ob der Zustand egal ist. Der Zustand ist in dem Fall, so wie die Marken hier schreiben, wirklich egal. Wenn das Uhrwerk natürlich wirklich einen Wasserschaden hat und komplett verrostet ist, dann denke ich, dann kommt da vielleicht noch was drauf zu, je nachdem, wie kulant da die Marke ist. Und ansonsten unterscheiden sich hier die Preise einfach aufgrund dessen, weil das unterschiedliche Marken sind und die eben da in ihrem Prozess unterschiedlich vorgehen. Und das ist leider nicht ganz so transparent jetzt dargestellt auf diesen Servicepreislisten. Da könnt ihr aber dann vielleicht direkt mal bei der Marke nachfragen, warum zum Beispiel bei Tag Heuer der Service deutlich günstiger ist beim gleichen Uhrwerk und bei Breitling eben zum Beispiel teurer ist. Das war's für heute wieder mit den Fragen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Dann freue ich mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Vergesst nicht, unten wieder in den Kommentaren neue Fragen zu stellen.
welche ich dir euch dann gerne beantworten kann oder auch gerne auf Instagram auf die Fragensticker einfach Fragen stellen, dann ziehe ich mir da immer welche raus. Ich beantworte auch viele immer direkt in den Stories auf Instagram, dann bekommt ihr auch manchmal schneller eine Antwort. Dann wünsche ich euch einen guten Start in das neue Jahr 2024. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Simon. Ciao.